Frenkel Fortset. Heute. Let's play Citybus Simulator 2 München. Realitätsprüfung. Ja, was denn, du kleiner Idiot? Willst du da stehen, bis du angewachsen bist? Dann eben nicht. Ja, Tag, ihr Nasenbären und fröhliche Ostern an dieser Stelle. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ich möchte heute mal kurz checken, wie realistisch der Citybus Simulator 2 München ist. Zum einen aus spielerischer Sicht und zum anderen, weil ja Spielegegner oft behaupten, dass Spiele so realistisch seien, dass sie sogar zum Töten animieren, zum Amok laufen. Da sind ja zum Beispiel oft Politiker ganz mit vorne dabei. Und letztendlich ist es wahrscheinlich die Wahrheit, dass gerade Politiker nicht zwischen Spiel und Realität unterscheiden können. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch hier mal anhand dieses Beispiels erklären. Und damit das auch die größte Gehirnbremse kapiert, blende ich auch absichtlich immer ein, ob wir gerade Bilder aus dem Spiel oder aus der Realität sehen. Hier, gut, wir sind jetzt also am Münchner Hauptbahnhof, und zwar am Ausgang Nord. Und ich jogge gerade jetzt hier mal zu diesem Gebäude da vorne, weil da nämlich die Polizei, glaube ich, untergebracht ist. In der Realität stehen da immer ganz viele Polizeiautos. Und da werde ich jetzt mal, wer hat jetzt das Licht ausgemacht? Ja, da werde ich jetzt mal checken, ob das zum Beispiel hier realistisch ist. Hallo, alle Polizeibeamten sind doof und stinken nach Fisch. Ja. Keine Reaktion, normalerweise wären die jetzt rausgekommen und hätten mich zusammengeschlagen. Also das ist nicht realistisch. Und trotzdem, obwohl die Grafik nicht so detailliert ist vom Citybus Simulator 2 München, es ist schon so ähnlich nachgebaut, muss man sagen. Hier, da sieht es ja mal ein bisschen deutlicher. Also ich finde das ganz gut gelungen. Ja, okay, Details fehlen, aber es ist so, als ob man sich dort bewegt. Ja, so, da die Taxen. Hier gleich nochmal der Übergang in die Realität. Sieht genauso aus. Nur mit Nummernschildern. Quasi. Ja. Ich bewege mich jetzt in Richtung Eingang. Da ist lustiger Weihnachtsschmuck. Hurra, hurra. Fröhliche Weihnachten an dieser Stelle, liebe Zuschauer. Ja, und da haben wir den Eingang. Der sieht ein bisschen schmucklos aus im Vergleich zur Realität. Ja, da ist zumindest mal ein bisschen Hauptbahnhof drüber geschrieben. Das hätten sie auch noch machen können, die Entwickler. Finde ich. Es fehlt halt an Details. Aufgrund von einem Rettungseinsatz in der Adalbertstraße ist der Verkehr zum Erliegen gekommen. Der Geschlechtsverkehr oder was? Naja, jedenfalls hier sieht man auch einen Bus hier im Original. Die haben sie auch echt gut hingekriegt, muss man so sagen. Ja, auch wenn ich viel geflucht habe schon bei meinen Let's Plays wegen der Steuerung. Die habe ich ja mittlerweile auch im Griff, weil ich ein bisschen was umgestellt habe in den Optionen. Bus sieht jedenfalls auch so aus. Kann man nicht meckern. So, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen genau näher dahin. Da sieht man auch, ja, da oben zum Beispiel, ja, Hauptbahnhof Nord. Das ist in der Realität auch so. Da warten wir jetzt mal auf den Bus hier. Oma, geh mal aus dem Bild da links. Ja, dich meine ich. Mann, Mann, Mann. Fernsehgeiles Volk, ey. So, und jetzt, glaube ich, mache ich den ultimativen Test. Jetzt suche ich mir mal eine Frau, die ich unheimlich charmant anbaggere, damit sie mit mir Geschlechtsverkehr hat. Da müssen wir erstmal eine finden, die nichts kostet, weil bezahlen möchte ich nicht dafür. Wenn man mal eine Frau sucht, dann ist sie nicht irgendwie in der Nähe. Das ist doch immer die gleiche Scheiße. Hallo. Ah, da. Was ist denn mit der zum Beispiel? Ja, ganz okay, aber zu zugeknöpft. Oh, und außerdem hat die kein Gehirn. Naja, haben Frauen eigentlich Gehirn? Habt ihr gesehen? Da war ein Loch. Vakuum. Wie sieht's mit dir aus? Kleine Schnalle? Naja. Ja, da, das sieht gut aus. Hier, das sieht gut aus. Bauchnabelfrei. Ich glaube, die nehme ich. Jetzt muss ich mir noch einen coolen Anmachspruch ausdenken. Ja, hört zu und lernt von mir. Sekunde, junge Frau. Wie wär's denn mit ein bisschen Geschlechtsverkehr? Gern, Harald Frenkel, du geiler Hengst. Bitte folge mir auf mein Hotelzimmer und besorge es mir richtig. Fick dich selber, du Arschloch.